Hallo, Hallo. da sind wir wieder. Wir wollten euch nur mal sagen, ihr müsst das nicht so eng sehen. Also wenn wir mal erzählen, dass ich das Butterbrot auf der Platte schmiere oder mit dem Toast oder mit dem Reiben auf dem Teppich oder so. Klar mache ich das. Ja, das mache ich auch. Aber wir zanken uns da nicht richtig drüber. Das ist Vor Blödsinn. allen Dingen bin ich das schon gewöhnt. Ja, ich mache auch viele Sachen von der Elke, die auch nicht so korrekt sind. Also, ne? Ja, ich räume mir auch was hinter hier oder dann lässt sie mal was liegen. Das ist nicht schlimm. Auch vor allen Dingen, jeder hat ja seine Macken. Ja, Ne? keiner ist fehlerfrei. Ne? So, wir zeigen das natürlich oder wir erzählen das natürlich, Weil, weil wir euch ja nicht unterhalten wollen. Wir genau. wollen ja eigentlich, dass ihr ein bisschen Spaß habt. Ich meine, wir machen hier keine Videos, um irgendeinen zu ärgern, um uns zu ärgern. Wir machen das einfach nur, weil es uns Spaß macht. Und weil wir wissen, euch macht das auch Spaß Genau, und weil auch so viele gesagt haben, macht mehr, und das war zuzugucken. halt Ja. die Thematik da am Freitag oder wann das war, abends. Ja, und dann haben wir uns überlegt, Das was kann man ja m mal erzählen, genau, ne? weil sie hält mir das immer vor, kannst du nicht das Butterbrot da schmieren auf dem Teller und so. Da sage ich, ey, komm, dann machen wir mal ein Video drüber. Dann haben die Leute was zu lachen. Aber ihr müsst das nicht zu eng sehen, das ist alles Spaß. Wir verstehen uns wirklich gut, ne? Ja. Ja, wir haben keinerlei Probleme und also manche Kommentare sind echt ganz schön doof, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Aber nehmt nicht alles so Aber das ist ernst. ja auch nicht nur bei uns, das ist ja bei allen. Sind ja so Ja, Leute und wenn ich. dabei, wo die immer über einen hetzen oder ob es über die Frisur ist oder über die Lippenstifte, was übergeschminkt ist oder sonst irgendwas. Ja, mein Gott, wir gehen vorher nicht in die Maske. Nee, und mal ganz ehrlich, jeder von euch im Innersten hat doch genauso ein Problem. Ja. Ne? Nur spricht halt keiner drüber. Wir sprechen halt drüber. Mein Gott, ey, wo ist das denn so schlimm? Ob ich jetzt da Toast nehme oder Dinge da drum mache oder nicht. Ich weiß genau, die regt sich auf. Ja, da mache ich das halt extra. So. Aber das hat auch nichts damit zu tun, dass ich die Elke nicht, dass ich die damit ärgere oder dass sie nicht Belasten, oder entlasten belasten willst. belaste, sondern im Prinzip, wir wissen sowieso, dass ich das mache. Wir lachen eigentlich darüber. Ne? Nur, also Ja, nur dann mal. sage ich immer, war der Mann wieder in der Küche? Ja, Hat der genau. wieder durcheinander gemacht, Früher hat ne? sie immer gesagt, wenn ich Süßigkeiten gegessen habe, ich habe immer alles weggefressen. Ne? Hat sie immer gesagt, war wieder der Mann im Schrank und hat das alles weggefressen. War wieder einer in der Wohnung. Ja, genau. Nein, wie gesagt. Aber im Prinzip ist es wirklich so, wir erzählen ja eigentlich nur das, was auch der Realität entspricht. Aber wenn das so schlimm wäre, dann wären wir ja schon längst auseinander. Also, so ein schlechter Mensch oder die Elke können wir gar nicht sein, weil Ja, wir vor lieben uns ja immer allen noch. Dingen habe ich auch ein bisschen Beschäftigungstherapie, ne? Und du Ja auch. gut, das brauchst du ja nicht unbedingt. Beschäftigung haben wir genug. Naja. Okay, dann nur zu dem Thema, weil und auch hier, wir müssen viel Zeit haben, um jeden Tag ein Video zu drehen. Ne, die Zeit, die nehmen wir uns, weil, ja, weil die Leute danach fragen auch, ne? Genau, ihr möchtet das ja auch gerne. Wir machen es gerne. Wir kriegen auch 0,001 Cent pro Klick. Also von daher, wir werden noch steinreich dadurch. Wir werden uns wahrscheinlich irgendwann doch den Ferrari kaufen können. Das wäre schön. Nein. Okay, ja, sonst wüsste ich nicht mehr, was ich sagen soll. Also nur mal zum guten Verständnis. Ne? Also wir machen das auch Spaß und wir drehen, was heißt drehen? Wir hängen ein Handy dahin und lassen das laufen. Genau, und das ist auch nicht gekürzt oder so. Die Handys, also vielmehr die Minutenzahl, die stimmt immer. Wir schneiden da nichts raus. Wir lassen das so ungeschnitten. Und wenn wir uns versprechen, pff, na und, Lassen scheißegal. wir drin. Und 3 bis 5 Minuten machen wir meistens, weil mehr wird sowieso nicht geguckt. Ich kann jetzt auch eine halbe Stunde hier quatschen. Die meisten schalten dann nach 3 Minuten ab, weil es uninteressant wahrscheinlich ist. Ja. Die Und das drei schafft man auch Minuten, noch nach der Arbeit. das schaffst du immer. Also 3 Minuten Zeit hast du immer, hier das Ringlicht hier aufzubauen, das Handy daran zu hängen. Dann hast du 5 Minuten mal zu tun. Genau. Okay, wollte ich nochmal gesagt haben. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und bis bald. Ach Tschüss. so, Sonntag gehen wir wahrscheinlich nochmal live, Ach ne? so, ja, stimmt. Ja, Genau. weil Nachfrage, die war groß und ja, warum soll man das nicht machen? Genau, hat uns auch gut gefallen. Wenn wir Zeit haben, ne? Ja, wenn sie nicht aufräumen muss. Alles klar, macht's gut, bis Tschüss. bald, tschüss.